Ich hasse mein Leben. Hallo. 50 bis 100 Milligramm Koffein pro 150 Milliliter Kaffee. Alter, 150 Milliliter Kaffee ist ja auch ein Witz, ne? Ach, fick dich doch! Gut. Oh. Ich bin grundsätzlich eine Anti-Person. Ich will gar nichts, ich hasse alles und ich finde alles scheiße. Und mein Leben ist kacke. Kannst du einen Song draus machen? Oh, Gott, es tut mir leid, ich weiß nicht, was das ist. Das ist schon in Ordnung, das nennt man Genen. Das ist mein Ich habe mein Leben riskiert, um letzte Woche nach München gefahren. Jetzt habe ich mir meine Reisekoffer verdient, verdammt. Nein! Doch! Du hast davon gewesen, nichts zu kaufen! Nein! Das zahlt doch. Für ihr! Ihr wollt doch damit spielen! Warum du denn hast das doch hier! Also, geh arbeiten, Junge! Ja, Mann. Schubidubdubdu, ich wäre gern ein Gnu. Baby! Sätze sind egal. Was war denn du? Kommt mir bekannt vor, sagt Nabota. Nabota! Command gehört. Was schön ist, weißt du, wenn sie dann um 2:30 dann endlich mal fertig ist, dann bin ich halt schon längst am Pennen. Aber gut, auch super. Unter der Woche oder hinter am Wochenende? Also eine Zeitspanne so von mindestens eine Stunde, würde ich sagen. Gehst du gerade mal? Was? Gemein! Das nächste ist Smilla und ihre Tiere-Gruppe? Hey, ich hab dir doch immer die Sachen geschickt, die Tiere. Ja, und weißt du, ich möchte bitte auch Smilla in männlich sehen. Als Matze da gestern förmlich aus dem Stream gefallen ist. Oh, warte. Thomas, wo willst du hin? Thomas! Komm zurück! Thomas! Nein, wo gehst du denn hin? Oh, ist das? Das hier? Oder so wieder. Oh, ich eine Blume? Thomas, pass auf! Du kannst doch nicht Lumix fliegen, Thomas! Thomas, was passiert hier? Thomas! Vier Stück und eine Leuchte-Ukulele. Warum vier? Weil ich drei habe, eine Leuchte-Ukulele und dann habe ich Thomas das auf seine mitbringen, weil ich die Seiten mal vergleichen wollte. Das erklärt genau das, was Leo gefragt hat. Nein, nein, hier warum vier? Na, weil drei mir gehören und eine Thomas. Okay, danke. Ja. Die Frage war nicht, warum hast du zwei Ukulelen, sondern warum vier?
Ja gut, ich wusste nicht, dass er noch da steht. I refuse to believe this. Du bist in die fucking Arme gerannt, der faucht dich an und lässt dich unterm Tisch sitzen. Okay, dreh dann mal wieder um. Zu gut. Ja. Hä? Ich bin nicht da. Geht doch wieder. Dreh. Willst du mir jetzt sagen, dass du mich wirklich nicht gesehen hast? Muss es seinen Schwanz anfackeln? Möchte sein Herz anfackeln? Freunde und Familie. Alle, die er lieb hat. Ist das die arktische Grippe? Ich habe schon 3 Fenster, ist das nicht krass? 3 Fenster? 3. Kannst du ja schon fast. Sag mal, wie hast du nur die Kirche gebaut ohne Fenster? Ganz im bunten mein Gott, Glas jetzt brennt's. Kennen Sie das? Überlassen. Ach, du musst einfach mal runterfahren. Na gut, dann bin ich gleich tot und kann deinen Penis googeln. Es erscheint mir heute irgendwie anders. Du bist anders. Was? Wir sind ganz normal. Hast du deinen Föhn so heiß gestellt? Hast du dich zu heiß geföhnt, Mila? Jetzt kommt wieder der langsamste Ofentimer der Welt. Ja. Oh nein! Ich hatte schon eine kleine Springform. Was? The fuck? When? Why? How? Musste man sich. Nein! Ah! Ich weiß nicht, warum ich gerade in meinem Kopf so verdrahtet bin, dass der Special Action Key meine Ranke ist. Nach dem Bosskampf mit ihm war ich nackt. Oh Gott, wer kommt denn da von hinten angeglitten? Wo kommst du denn jetzt her? Warum? Weiß ich nicht, ich dachte, ich komm mal wieder runter. Das ist so lange. Hast du sie gerade runtergeschubst? Die hat Tisch vor mich geschafft. Aber da bin ich kippt, oder Mann? Ich hab's nicht gesehen. Ich kann nicht gleichzeitig mit jemand anderem springen. Ich muss es mir angucken. Oh no. Ich hab euch gewarnt. Oh Gott. Ich würde festhalten, dass ich hier nur so dreckig lache, weil du ja quasi keinen großen Weg verloren hast. Der ist ein bisschen groß. Was bist du? Oh, du bist da unten. Was dachtest du denn? Ich dachte einfach wieder in der Mitte hier.
Nein! Oh no. Irgendwo gegengedanzt und schwupps hier direkt beim Schuh gelandet. Oh no. I'm so sorry, I'm not sorry, ne? Bist jetzt erst irgendwie extra jetzt hier runtergesprungen, damit ich nicht ganz so scheiße fühle. Mach ich doch immer. Ja. Ich verstehe nur Polizei. Ja, jetzt ist er tot. Ich mach das jetzt ganz feig hier oben. Lass meinen Staub. Oh no. Tja, was gibt's denn für ein Eis? Wegen sein gutes, ja? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Nicht vollrotzen jetzt. Guter Brauch. Und nochmal. Sag mir das Passwort. Ja, Brandseele oder so. Ein zweites Lächeln gleich unter eurem Kinn. Gebt Frieden. Die Losung lautet Brandseele. Wow. Habt ihr eine Erkältung oder sowas? Mir geht es gut. Ich bin ein Mann und mir geht es gut. Also geht mir jetzt aus dem Weg, bevor ich euch die Hörner abreiße und euch in die Nase stecke. Schon gut, rein mit euch. Ihr seid schon spät dran für die Einsatz. Mir geht's gut. Ich bin ein Mann und mir geht es gut. Nein! Was tue ich denn? Was tust du denn? Das ist den großen Stein so toll, ne? Den Weg, ja, den habe ich ganz allein gefunden. Wir sind immer hinweggesprungen. Ich stand schon drauf und hab nochmal gehört. So ging es mir gerade vorher auch, deswegen bin ich runtergefallen. Oh, warum? Na, weil jetzt kannst du dein Wissen nochmal festigen. Ich brauche es nicht festigen, ich bin so. Glaubst du, wie gut du jetzt in zukünftigen Jumping Puzzles sein wirst, weil du jetzt die ganze Zeit trainiert hast? Ich liebe Jumping Puzzle! Jetzt habe ich keine Hose mehr wegen dir. Na, ja, siehst du, da bist du wieder. Na, ach. Na? Nackt unterwegs. Ja, ist ein bisschen warm geworden. Ich habe mal meine Hose ausgezogen. Ich keine Hose mehr wegen dir, ist halt auch so. Entschuldigung. Bitte was? Was? Ja, du. War warm. Da bin ich einmal kurz. Es weg. War warm, okay? Oh, guck mal, hier kämpft jemand. Was? Legendäre Zerstörer Ignis! Wo? Der Ignaz! Kämpfen gegen den Ignaz! Wo ist denn der Matti? Kann ich gegen den Ignaz kämpfen, weil ich unten hänge? Ich hasse diese Map! Ich hasse diese Map so sehr und jetzt sterbe ich! Ah, fick diese Map! Ach ja? Wirklich? Prima, oh toll, das ist großartig von euch. Oh toll. Oh, es ist Bivent! Was? Es ist Bivent! Was? Ja. Was? Oh, es lädt noch. Ach, bei dir? Das Bar-Event. Du hast verstanden? Was hast du verstanden? Ich rezitiere mal, ja? Es ist Bivent, hat sie gesagt! Bivent! Es ist Bivent! Worauf ich in meiner natürlichen Stimme sagte: Das war Bivent. Bivent! Ich fand das ziemlich eindeutig, was ich da erzählt habe. Jetzt auch schon. Nö, jetzt auch stirbt, ich bin ins Wasser gefallen. So, wo ist er denn? Jetzt ist zum Teil gefunden. Ach, wow. Jetzt ist einfach auch noch Batzen. Wo kommen wir denn da? Wie denn jetzt einfach mit euren Viechern? Moin. Ja, leider keine Wiederbelebungskugel mehr. Also, streck deine Arme aus, Thomas. Ey!
Saskia, toll, danke für deine Rettung. Nein, ich euer Ernst. Dass du da vorbeigekommen. Vielleicht was. Hier, du warst. Ich schaff das. Warte nur. Ich hab's mit meiner Leiche markiert. Saskia ist auch tot. Apatia war eine Norm. Und so nahmen wir von ihr Abschied. Sie starb als Heldin. Ihre Legende lebt für immer weiter. Auch wir müssen das. Apatia gab ihr Leben, um Saltan zu besiegen. Um sie zu ehren, sollten wir dies tun. Willkommen, Kommandeur. Hier ist jemand, den ihr treffen solltet. Es geht noch schneller. Achtung, auf gleich zwei Leute fährt der Zug ein. Passen Sie bitte auf. Es geht nicht schneller. Ich kann nur die Pfeiltaste drücken. Ich will, dass du gleich hoch bist wie ich. Aber das geht nicht. Unangenehmer Moment so. Oh. Aber ich finde es toll, wie Thomas mit seinem Ständer kämpft. Ja, deswegen muss ich das zensieren mit diesem OBS-Studio. Tagtäglich. Krass seid ihr eigentlich? Ziemlich eigentlich. Ja, schon ordentlich krass. Jetzt eigentlich schon richtig heftig. Putzt meine Spiegel nicht, die würden es nicht vertragen. Oh ja. Oh. Warum habe ich jetzt die Tomaten? Wo ist denn der Reis? Scheiße, wir brauchen mehr Reis. Die Tomate. Ich überfordere mich. Was ist los mit diesem Spiel? Warum haben wir jetzt eine Tomate? Ich wollte gar keine Tomate. Die muss weg! Die Tomate muss weg! Weg vom Teller! Wo ist der Müll? Wo ist der Fisch? Ich brauche Fisch! Ich brauche keine Tomaten! Es geht immer aufs Dach. Das ist furchtbar. Nein, jetzt hast du mir Mehl da reingeschmissen. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich komme von alleine. Jetzt habe ich hier Doppelmehl. Müll. Fuck, ich habe keine Teller. Kann mein Mehl nicht kontrollieren. Ja, Alter, ich kann das wirklich nicht. Ja, Alter. Das schmeißt immer da irgendwo hin. Oh. Knister. Da knistert wieder. Folge dem Knistern. Weil wir auf Knochen laufen. Ach, wir knistern. Ach, so, bleiben wir über alle kurz stehen. Was? Von Dio! Hervorragende Idee, Dio! Ganz tolle Idee! Du Honk! Bleiben wir mal alle kurz stehen? Ich wollte nur gucken, ob das Knistern aufhört. Ja, es hat aufgehört. Es tut mir so leid. Tschüss. Also. Aber halt was nicht gleich 50 Meter groß ist, so wie das Ding von Thomas. Oh, es wird mir hier kalt. Oh nein, da sind ja fucking Zombies unterwegs beim Unwetter. Ich hasse es. Ich hasse euch verfickten Kack-Zombies. Ich hoffe, ihr sterbt alle, wenn der Server aus ist. Du hast immer so einen bestimmten Tonfall, wenn du komplett ausrastest und alles hast. Du meinst diesen hier? So, ich geh jetzt einfach mal weiter runter, was soll schon schief gehen? Ja, was kann schon schief gehen? Okay. Sehr gut. Weiter nach oben. Wie viel Glück hattest du gerade, bitte? Deshalb gibt es Kompressoren. Fuck, ey. Na!
Gut, haben wir die jetzt alle mal ausprobiert? Do you know anything about a conspiracy? I don't know anything about a conspiracy. I don't believe you. Let's torture you. Please, no. Espiritu Sancti, Susanne, komm, ich beschwöre dich auf diesen Sammelzirkel. Susanne, komm heraus, Susanne. Susanne, Spiritus Campi, Expelliarmus, Aloha Mora. Das ist so furchtbar. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gerade rumtrage, aber ich stelle es mal auf. Gewagt. Aber cool, wa? Ja. Ah, fuck! Ja, es war cool, weil es wäre... This isn't that hard. The humans can't free themselves. Geh einfach so durch, okay? Scheiße, das wäre ja zu smart. Lass mal gucken, was da passiert. Ich fand mich so cool. Du hast mir das 5 Minuten lang angeschaut und sagst, wow, richtig cool. Um dann einfach durchzuspazieren. Das ist gut. I can press the... Von hier sah das so aus, als wäre die Brücke über dem Ort, wo du hin musst. Ich dachte, wenn ich sie wegmache, dann ist du auf dem Knopf. Ich habe zumindest 3. Ein Erz habe ich hier bisher bekommen. Ist nicht so besonders kritisch. Doch, doch, die verstecken sich nur. Oft auch in Höhlen. Nicht du Angst? Fühlen sie sich sicher. 2, 3. So. Sind eigentlich sehr ärztliche Wesen. Noch einhören? Dein stolzes Grinsen, ey, hat mir so falsch. Zu wenig! Mir fehlt der Kontext. Jetzt drehen wir uns schon wieder! Wieso ist denn das schon wieder gedreht? Du verstehst nicht. Sag mal, kamst du hier gerade reingerannt und hast das scheiß Ding gedreht? Ich sehe dich doch im Stream noch! Du fucking Wicht, ey! Oh. Schön über die Schulter. Das ist mein Fahrbereich. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Das weiß ich jetzt. Oh, ich habe ja weißen Nagel. Wollen wir wissen, was ist?
Ich bin Kleptomanie. Was ist passiert? Er hat mir eine Vogelscheuche ins Gesicht gestellt. Ach so, ich dachte. Das ja. Ich hab ja weißen Nagellack. Ha. Kurz, aber knackig. Bobby! Sarahs ersticktes Lachen wieder. Okay. Okay. Ja, rufen Sie Boss mich jetzt auch nicht hier. Ach, du bist auch. Kurz und knackig. Ich denke doch nicht, die jetzt labert die und lacht die. Das macht ja sonst nicht. Warum mit mir nicht? Ja, aber jetzt können wir was zusammen machen, ne? Weißt du, wir sollen jetzt einfach mal schlafen gehen. Ich dachte gerade, das hast du wirklich gemacht. Nee. Was war das? Saskia's Command. Nein. Jetzt können wir was zusammen machen. Nein. Das war richtig gut gerade. Top. Ja, passend. Okay. Nein, ich muss mich da hinsetzen! Kann ich mir aufstehen? Wie steh ich auf? Hä? Was macht Saga da? Oh Gott! Was passiert hier? Das war kein Witz, das war die Einleitung zu Man nehme einen großen Apfel, was nur ein pro Person, also jeder hat seine Hauptsache Apfel, Hauptsache groß, kurz mal putzen und dann geht's los, Rezept. Gerät. Was ist das? Ich hör's auch nicht. So big. Gerät, das hab ich doch schon öfter gemacht. Was? Ich hab das noch nie gehört. Man schneide oben durch den Apfel. Nicht zu knapp. Also mach einen kleinen Deckel. Und der Deckel kommt ab. Und jetzt, um den Kern von dem Apfel zu entfernen, nehme man am besten einen Apfelkernentferner. Man entferne die Kerne, aber gerne. Rezept. Man nehme eine Banane. Wie reif soll sie sein? Reif, eine Hälfte reicht und die kommt rein. Nein, zu den Nüssen. Welche Nüsse dann mischen? Und das gibt, na, Pampe, nee, manche, nee, eine Füllung, fein. Und die kommt rein in den Apfel. Ja, rein in den Apfeldeckel drauf. Aber eins fehlt noch. Die Soße, genau, aus Schokolade, aber bitte nicht naschen. Schade. Schokoladenstücke, wo kommen die hin? In das Wasserbad. Wasserbad, da schmelzen sie drin. Aha, vorne weg den Apfel in die Auflaufform, in den Ofen schieben, Ofentür schließen. Warten und nicht vergessen, Schokolade drüber gießen. Hokus, Pokus, Fidibus, Fops, fertig ist der Apfelklops. Was zur fucking Hölle ist das? Ich weiß nicht, ob ich es geil finde oder was. Das ist ein gerapptes Rezept für einen Apfelklops, Mann. Na toll, Thomas. Jetzt, was machen wir denn jetzt? Jetzt sieht ja keiner, wie wir jetzt plötzlich gewinnen. Wenn wir jetzt rausgehen, dann kann es ja sein, dass wir gesperrt werden, oder? Saskia, erstmal bei Rank, wow, 1 zu 0 für uns, Leo, fliegst du gerade? Alter, rückwärts, Matti, links oben, hol dir, pass auf, nice, sehr gut, krass. Oh, was passiert denn jetzt? Ist das eine Giraffe? Kommt die gerade aufs Spielfeld? Hä? Oh, das ist eins dieser seltenen Easter Eggs, die eigentlich nie kommen. Die man noch nie gesehen hat. Hat die Giraffe gerade den Ball im Mund und trägt ihn ins gegnerische Tor? Ist das Neville Longbottom? Ja. Nein. Komm, so kurz vorm Loch. Okay, alle ready? Ja! Go! Oh. Weitergehen! Da ist nicht drauf! Ich fahr weiter! Jetzt! Go! Bleibt sie schon wieder still!
Das ist wie das Kraftform. Los, wir müssen alle über diesen Bach springen und Saskia bleibt stehen. Nope. Mein Bauch! Ich meine. Also ich bin drüben. Keine Plätze, ja. Schön wär's eigentlich. Da ist sie! Ja gut, er hat... Was machst du, Lama? Wir hatten Checkpoint vergessen, oder? Das Geld geht auch wieder zurück. Bruce macht keine Geräusche mehr. Ups. Gefühlvoll, Thomas. Okay, versuch's gefühlvoll. Geht nicht. Bald links abbiegen. Einen Moment. Nein! Was tust du? Ich weiß nicht, wo links. Nach oben links. Also, bald links abbiegen. Also ich bin ja eigentlich schon ein sehr gutes Navi. Okay, bald gleich links, links ab links abbiegen. Richtig? Ich bin schon ein gutes Navi. Bald links ab, gleich links abbiegen. Links abbiegen. Und einfach geradeaus weiterfahren und nicht irgendwie quer in der Gegend rumstehen. Hau! Thomas verdrückt. Erstmal Pillen poppen. Ja, das ist fein. So, erstmal parken. Top. Na, und ansonsten können wir einfach poppen, ne? Genau. Oh. Ich mag Lester, ja, Lester finde ich auch ganz nice. Ein bisschen creepy. Whee! Hast du gesehen? Ich habe Salto gemacht! Das war episch! Dachte, ich flieg voll auf die Fresse. Das war das tiefste Geräusch, was ich je von dir gehört habe. Das ist immer, wenn man unvorbereitet ist, ne? Verflucht. Gaming Forest. Woohoo.
einen schönen Harmoniesong. Game Forest, 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 und jetzt mal nicht in langsam in Ruhe. Game Forest, Game Forest, Game Forest. Das ist immer noch komisches Duo, weil wir haben neue Häuser.